Juhu, diese Woche wurde ich nicht geplündert. Ich bin's, Captain Miri vom Fettspielen.de-Team und ich spiele Monkey Bay. Und ja, ich wurde nicht geplündert, ja. Stattdessen habe ich hier einige Brathähnchen und so. Erhalte ich jetzt hier Goldmünzen? Yeah, cool. Und damit können wir auch einiges anstellen. Normalerweise müssen wir doch jetzt mal hier endlich mal so einen blöden Fels... Oh, 30.000. Ein Baum. 22.500. Da fehlt nur noch ein bisschen. Nur noch ein paar Brathähnchen. Gucken wir doch mal bei meinen Ressourceninsel nach, ob wir das vielleicht noch hinzufügen können. So, Achtung. Ja, das geht. Hier, großer Fels. Der wird jetzt entfernt. Achtung, Fels entfernen. Da kommt die Kanone. Bumm. Und zwei Juwelen gab das. Cool. Okay. Und ja, einen Baum müssten wir jetzt auch entfernen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Zack, bumm. Ich zerstöre meine eigene Insel. 7500 Brathähnchen. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen, die Brathähnchen. Oh nein, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich wollte doch letztes Mal hier Dings bauen. Na, wie heißt's? Wo ist es? Nicht die Mauer. Hier, Trainingslager. Das hätte ich mit den 20 Brathähnchen anfangen können. Nein. Ach, komm. Wollen wir mal hier den Bananenhaufen verbessern? Oder, was haben wir hier, die Goldmine? Nee, wir verbessern die Goldmine. Zack. So. Okay. Und dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Pistoleras, ja, nach meinem erfolgreichen Frauenpower-Let's Play letztes Mal mit den Pistoleras, bin ich wieder dafür, dass wir sie an Bord holen. Aber ich glaube, mein Schiff ist schon voll. Oder? Kommt da noch jemand? Nee, die sind alle beschäftigt. So, hier können wir noch Brathähnchen einsammeln. Ja, 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 ja. Und dann stechen wir in den See und greifen Monkey. Oh Mann, der ist ja immer noch da. Das schaffen wir wieder nicht, wetten? Ich bin voll motiviert, aber ich glaube, wir schaffen es wieder nicht. So, wir greifen jetzt hier an, dann greifen wir noch hier an. Wo sind diese Zombie-Hütte? Hier müssen die angreifen, ja. So, eine haben wir noch. Okay, das sieht schlecht aus. 15% haben wir zerstört. Gegnerisches Hauptgebäude ist platt gemacht. Jetzt ist noch eine Überlebende. Wow, wie krass. Warum hat er so eine gute Verteidigung? Also ihr seht, wenn man eine gute Verteidigung hat, das ist echt ja, eine gute Basis zur Verteidigung. Dass man die Insel... Oh, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir haben nichts bekommen, aber wir haben gewonnen. Yeah! Cool! Ich hätte gedacht, wir verlieren jetzt den Kampf, weil das sah eben so negativ aus. Also ja, Hauptgebäude platt machen und ich werde auch mal meine Verteidigung, glaube ich, mehr Geld investieren. Gucken wir mal die Zombie-Hütte. Oh, da haben wir noch viel zu wenige Brathähnchen. Aber wir können das mit Juwelen machen. Wollen wir das mal machen? Oder hier vorne? Da, die Drehkanone. 44.000 machen wir sofort. Ja. Dann hier. Oh, warum haben wir denn so wenige? Wir müssen das Brathähnchenlager auch mal erweitern. Hähnchen. Zack. Das wird verbessert. Lager verbessert. Oh, ja, haben wir zu wenig. Aber wir haben Juwelen. So, ihr seht, die Juwelen, die gehen weg wie warme Semmeln. Hähnchengrill, den können wir noch verbessern. Ja. Und dann war es das jetzt auch immer, sonst brauchen wir nämlich wieder neue Bauaffen. Uiuiuiui. Wollen die Bauaffenhütte auch? Wollen wir die Bauaffenhütte? Komm, machen wir. Boah, Achtung! Boah, krass. Wie schnell die Juwelen weggehen, seht ihr das? Boah, Krähennest, das können wir auch verbessern. Wir lassen das jetzt aber erstmal so. Und ich werde jetzt mal... Was ist denn hier mit meinen Pistoleras? Sind die schon alle fertig oder was? Was ist denn hier los? Boah, die sind schon wieder alle an Bord? Das gibt's ja gar nicht. Das geht ja ruckzuck hier. Ja, wenn man vorproduziert, ne? Also die Sachen vorproduziert, dann seht ihr ja. Dann kann man gleich wieder in den See stechen. So, wen greifen wir denn an? Wen greifen wir an? Ich habe echt ein bisschen Angst, weil ich noch nicht so eine hohe Stufe habe. Ich bin gerade mal Level 10. Oh, hier, Brathähnchen, hier können wir einsammeln. Yeah, und Gold. Monkey 64209. Ja. Ich weiß nicht, ich traue mich nicht so wirklich. hier. Monkey 69431, der ist Level 8. Vielleicht habe ich ja eine Chance gegen ihn. Da denke ich mal, wenn die noch nicht so ein hohes Level haben, dass das dann besser klappt. Der kommt hier hin. Und jetzt können die ganzen Pistoleros, Achtung, zack, 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 alle ins Hauptgebäude, alle ins Hauptgebäude, das muss zerstört werden, dann haben wir nämlich schon, ja genau, haben wir nämlich schon mal einen Totenkopfpunkt. Das ist jetzt meine Taktik, gegnerisches Hauptgebäude, platt gemacht, Beute gesichert, 31% zerstört, 34% zerstört, ja, jetzt geht's rund, wuhu, also man muss die schwachen Gegner suchen, ich will aber auch nicht immer verlieren, ja, also, wow, ey, das wird richtig, ein richtig guter Kampf, 53, wir haben schon zwei Totenkopf-Münzen bekommen. Was haben wir noch?
Oh, jetzt sind, überleben noch drei. Drei, ihr müsst die... Oh, eine. Die Verteidigung platt machen. Okay, jetzt ist sie platt. Achtung. Zack, bumm, weg. Aber 69%, das ist doch mal wieder ein Ergebnis. Kampf gewonnen und ja, Ausbeute jetzt nicht so enorm groß. Und die Insel wurde schon wieder eingenommen. Das gibt's doch nicht. Das geht hier so schnell bei Monkey Bay. Also ihr seht, hier geht's richtig rasant zu. Und was bauen wir hier eigentlich? Ach, die Goldmine, die wird hier verbessert. Okay, der Gorillaschrein, der ist auch. Können wir mal einen neuen machen? Ja, machen wir neuen. Den könnten wir... Moment, nicht beim Mörser, sofort fertigstellen. Doch, den Mörser können wir auch mal verbessern. Ja, der wird jetzt auch verbessert. So. Und eigentlich muss man das Hauptgebäude gut verteidigen, ne? Aber wir können jetzt, wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt hier mal so ein bisschen, wir dekorieren mal ein bisschen oben. So, Hähnchenlager kommt mal nach da hinten. Ja, dann haben wir hier Hähnchenproduktion. Hähnchenproduktion, so. Und wir machen jetzt die ganze Verteidigung. Achso, das ist ja auch doof, wenn man das in die Mitte macht, ne? Aber die Verteidigung sollte man, glaube ich, eher nach außen machen. Och Mann, ich weiß nicht. Die Verteidigung nach außen und die ganzen Produktionen nach innen und dann eine Mauer drum bauen. Was haltet ihr davon? Das ist auch Verteidigung, Verteidigung. Taverne, Gold. Das ist auf jeden Fall alles Gold hier. Okay, das passt da nicht hin. Passt das dahin? Nein, das ist ja mit Platz verschwendet. Das ist doof. Hier, ah, hey. So, gut. Das ist da. Ach, ich weiß nicht, ey. Das ist so schwierig. Das Krähen ist, wir machen Hähnchengrill. Der kann zu den anderen. Passt da noch dahin? Natürlich nicht. Aber wir können mal hier die Mauer woanders platzieren. Passt die hier irgendwo hin? Oh Gott. Da ist auch kein Platz mehr, ne? Doch, da ist Platz. Was ist eigentlich hier? Die Palme! Was macht die da? Die habe ich, wollte ich gar nicht dahin machen. Was macht die da? Was fällt dir ein? Hier können wir noch ein bisschen Gold einsammeln. Ja, ich will das hier so rumbauen. Haben wir hier noch Platz? Nein. Aber da hinten, doch. So. Die Mauer noch hier hin, damit wir zumindest so ein bisschen Schutz haben vor den Gegnern. Vielleicht hier oben? Passt das hier oben noch hin? Da oben passt auf jeden Fall eine hin. Ach, die können wir eigentlich hier vorne lassen. Ich weiß ja nicht, wo die angreifen. Die können ja von allen Seiten angreifen. Aber ich habe bestimmt irgendwo so eine schlechte Seite, also wo ich sehr angreifbar bin. Die Allianzhöhle, die haben wir hier. Die kommt auch mal ein bisschen da näher. Den Bananenhaufen machen wir dahin. Nee, Bananenhaufen machen wir nicht dahin, den machen wir hier hin. So, dann haben wir hier... Ich will das zubauen, dass man da nicht mehr reinkommt. So. Damit das alles sicher ist und ich die Verteidigung und alles, was wichtig ist, hier drin habe. Okay, das haben wir, das haben wir. Was ist das hier nochmal? Das war die Goldmine, die machen wir mal hier hin. Dann haben wir hier die Juwelmine, das ist noch zu den Brathähnchen gehört das. Dann haben wir jetzt hier so eine Verteidigung, ne? Zack, die kommt dahin. Zombiehütte kommt dorthin. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Was meint ihr? Wir können aber einen Hähnchengrill noch hier hinten machen. Und die Zombiehütte vielleicht nach da vorne. Oh Gott, ich habe keinen Plan. Nee, aber dann ist das hier vorne so frei. Das hier ist doch auch noch was. Bauaffenhütte. Achso, das ist die Bauaffenhütte. Okay, Bauaffenhütte, aber jetzt haben wir hier drei... Nee, das ist zu viel. So, kommt da hinten hin. Und das kann man hier hin machen. Oder vielleicht sogar hier rein. Dann kann man die Mauern... Ja, das ist schon eine wirkliche Wissenschaft hier. Gut, da hinten haben wir auch alles abgesperrt. Ich will den kleinen Baum abholzen, denn das kann ja wohl nicht sein. Den habe ich gar nicht gesehen, dass hier jetzt eine Lücke ist. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, gut, das ist jetzt alles in der Produktion. Und meine Pistoleras sind an Bord und wir greifen erneut an. Und zwar greifen wir Monkey Lifestyle Block 12 an. Ja. So, angreifen. Zack, 15 Pistoleras. Warum nur so wenige? Ich hatte doch viel mehr produziert. So, ihr kommt jetzt alle hierher. Mal gucken, ob wir es schaffen. 11%. Wir sind auf jeden Fall ein Level höher als er. Wir haben auch mehr Totenkopfpunkte. Wir haben auf jeden Fall das Hauptgebäude platt gemacht. Das ist super. Das ist super. Und ja, es sind noch viele. Es überleben noch viele. 38%. Es sieht sehr gut aus. Ja, wenn jetzt, der hat auch keine Zombiehütte, doch, da hinten ist eine Zombiehütte, aber ich bin guter Dinge, oh ja, hier, 64%, über 50% bereits zerstört, 69%, jetzt geht's richtig ab. Das war eine gute Entscheidung und ich hoffe, das bringt mir auch was, dass ich endlich mal was erbeute. Den Bananenhaufen, der muss natürlich auch noch zerstört werden, ja, und jetzt, was ist das? Achso, das ist die Taverne, ui,
Meint ihr, wir kriegen 100%igen Sieg hin? Das wäre ja mal ultra wieder, oder? Das habe ich schon lange... Ja! Makelloser Sieg! Wie geil ist das denn? Makelloser Sieg, 100% zerstört. Wow, das war mal ein Erfolg und die Insel ist schon wieder weg. Gut, also muss ich wahrscheinlich ein Level abkommen, damit ich das dann besser verteidigen kann. Aber gut, ist jetzt nicht so schlimm. Mal gucken, ob wir noch was bauen können. Ich möchte unbedingt noch was bauen. Außer eine Mauer. Ach komm, ich baue eine Mauer. Da eine hin, ja. Und noch eine. Zack. Dann machen wir jetzt die Mauern einfach hier noch hin. Wenn wir schon dabei sind, dann haben wir auch alle, dann können wir da nichts mehr... Warum wird die denn da nicht platziert? Ach so, jetzt. So. Und eine können wir, glaube ich, noch, ne? Können wir noch eine? Nee, das war's. Mauerstufe 1. Hä? Ach so, ja, jetzt passt's. Gut, sind... Hier ist niemand an Bord. Was ist denn da los? So, sofort fertigstellen. Die Kanonen, jetzt bin ich ganz verwirrt, hier sind meine Kanonen. Voll lauter umbauen und verstellen. Der Gorilla ist auch noch in der Produktion. Jetzt haben wir, ich will, dass ihr alle an Bord kommt. Hallo, Leute? Leute von heute, macht mal hin. Wollen wir noch ein paar Affen mitnehmen? Ja. Achso, das kann man hier gedrückt halten, steht hier. Okay, das ist ein guter Tipp, danke. Ich habe da vorhin mal wie so ein Depp drauf geklickt. Ja, warum kommen die jetzt nicht auf mein Boot? Ach so, ich habe 3 Kanonenkugeln dabei. Aber warum sind denn so wenige Pistoleras? Ach so, und Äffchen habe ich auch. Aber die Äffchen sind hier gar nicht zu sehen. Strange. Okay. So, dann gehen wir... Wen greifen wir jetzt an? Sandra Vivian Rift. Wir greifen jetzt Vivian Rift an. Ja. Oh, die hat aber ihr Hauptgebäude sehr gut beschützt. Okay, ich glaube, das wird ein Flop, aber wir probieren es. Okay, 1... 2, 3, zack. Und die? Boah, da kommt man gar nicht ran. Krass. Okay, das wird ein Flop. Das weiß ich schon. Das wird ein Flop. Krass, ey, wie gut. Das ist ja mal voll die Idee, das Hauptgebäude mit so einer Mauer zu umzingeln. Ich glaube, das mache ich auch irgendwann. Das ist eine gute Idee. Ja, das wird sowieso. Ich brauche gar nicht mehr. Komm, hier. 2 Stück überleben noch, 2 Pistoleras. Naja, obwohl, die nächste Verteidigung, wo ist die? Da hinten. Da könnte... Nee, das wird nichts. Wenn wir das Hauptgebäude auch nicht zerstören können... Ach, das dauert jetzt hier Ewigkeiten, bis die das zerstört haben, glaube ich. Ja, stimmt, da können die Zombies natürlich... die Bauaffenhütte. Ja, die Bauaffen. Ist das die Bauaffenhütte? Ja, das ist die Bauaffenhütte. Hier kommen jetzt die Zombies und jetzt bin ich gleich tot. Und dann ist das vorbei mit dem Angriff. Ja... Ein Zombie. Wow! 32% zerstört, Kampf verloren. War klar. So, wir gehen jetzt zurück auf meine Insel. Und ich glaube, das war's dann heute, auch für heute. Nach dem Flop jetzt bin ich etwas niedergeschlagen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht, mir zuzuschauen, wie ich Monkey Bay spiele. Und wie gesagt, wenn ihr es mal probieren möchtet, dann findet ihr den Link in der Videobeschreibung oder in der Anmerkung oder in der Infokarte von diesem Let's Play. Macht's gut und ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei. Tschüss, eure Captain Miri.